So, meine lieben Call of Duty-Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei mir am Kanal. Im Hintergrund läuft ein Black Ops Cold War Herrschaft-Gameplay auf der Karte Satellite. Oh Mann, liebe Freunde, als ich die Nachricht heute gelesen habe, dachte ich, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Also ich bin kein Fan von Console Wars oder Konsolenkrieg auf Deutsch, aber langsam frage ich mich echt, ob Sony seine kleinen Probleme, die sie da momentan haben, sei es Lieferschwierigkeiten, sei es teilweise einfach Dinge, die die PlayStation vielleicht nicht ganz richtig macht. Ich will da niemanden zu nahe treten, aber es ist einfach nicht gut, was dieser komische Exklusivdeal mit Activision und Call of Duty und der PlayStation, also Sony, hier zutage bringt. Wie kann es sein, dass Ingame-Spielmechaniken exklusiv für Leute zugänglich sind? Das Ganze fing ja schon an, als man zum Beispiel einen Spielmodus exklusiv ein Jahr lang hatte. Ganz ehrlich, der Spielmodus war bescheiden. Kein Mensch hat den meiner Meinung nach gespielt, diesen Spezialmodus oder Spezialistenmodus, was auch immer das genau nochmal war, auf der PlayStation damals von Modern Warfare. Aber das Geschrei war groß und ich kann auch teilweise verstehen, warum. Weil die Leute kaufen ja ein Ganzes. Und wenn wir mal sagen, bei Black Ops zum Beispiel ist ein Ganzes Singleplayer, Multiplayer und Zombies. Zum Multiplayer zähle ich natürlich jetzt auch, das kann man natürlich nicht sagen. Also das heißt, wir haben den Singleplayer, da muss man es anders rechnen, sorry. Also Singleplayer, Multiplayer, Warzone und den Zombie-Modus. Und beispielsweise Sony würde jetzt behaupten, ja, von Warzone könnt ihr nicht das und das nutzen. Dann könnt ihr ja von diesem einen Viertel einen gewissen Anteil nicht nutzen. Es ist exklusiv für die PlayStation beispielsweise. Und da möchte ich ganz ehrlich sagen, warum verlangt man dann den Vollpreis, wenn man Teile von dem Spiel nicht nutzen kann? Das verstehe ich nicht. Und klar, ich werde mich jetzt deswegen nicht komplett hier aufregen und eskalieren, aber es geht einfach ums Prinzip, Leute. Warum zur Hölle macht man sowas? Warum? Es ist, einerseits finde ich es, ist dieses Exklusivitätsding, das fing ja damals auf der Xbox schon an und mich hat es mega genervt. Weil ich ganz ehrlich, ich war immer Xbox, PlayStation und PC-Gamer und das werde ich auch immer bleiben. Es gibt für mich keine präferierte Konsole, wo ich sage, das ist die beste Konsole. Nein, das wird es nicht geben. Für mich ist halt die Konsole, wo ich am liebsten spiele, halt die Xbox, weil da viele meiner Freunde unterwegs sind. Ich spiele aber auch gerne auf dem PC und ich spiele auch sehr, sehr gerne auf der PlayStation. Ich mag zum Beispiel den PlayStation-Controller total gerne für Sportspiele. Das ist einfach so. Dafür kann aber der Controller bei Shootern für mich gar nichts. Also da ist der viel zu schlecht, meiner Meinung nach. Also hat es damals auf der Xbox schon angefangen. Da haben dann die Xbox-Spieler einen Monat vorher irgendwelche DLC-Inhalte bekommen. Mega behindert. Irgendwann ist man davon weggekommen, dann hat man es, glaube ich, Richtung 14 Tage gemacht. Und dann ist das Ding irgendwann Richtung Sony gewandert. Sony hat dann auch immer damit angefangen, 30 Tage früheren Content, bla bla bla. Ja, aber irgendwie, ganz ehrlich, in Sachen von Crossplay, Cross-Platforming, Cross-Progression, Cross-Die-Mutter und X-Cross-Bikes und Cross-Overs ist es doch sinnvoll, einfach zu sagen, lasst jeden seine Konsole gleich sein. Diese exklusiven Dinger kann ich verstehen, wenn es zum Beispiel Cosmetics betrifft, dass zum Beispiel der Xbox-Spieler irgendein Xbox-Gadget bekommt, der PlayStation-Spieler bekommt irgendwas PlayStation-spezifisches. Aber warum gibt man jemanden eine Spielmechanik, wie es jetzt hier der Fall ist, dass man sagt, ihr kriegt, weil ihr auf der PlayStation spielt, zwei Klassen mehr? Das ist doch sinnfrei. Das ist sowas von sinnfrei, liebe Freunde. Das kann ich nicht verstehen. Das sind so Sachen, oh Mann, warum macht man sowas? Das heizt doch nur noch mehr diesen Hass zwischen den Communities oder den Konsolen an, dass man sagt, oh, die PlayStation ist besser oder das ist besser oder das ist besser. Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen und kann es auch einfach nicht verstehen.
Weil Leute, das muss nicht sein. Das muss nicht sein, dass man sowas macht. Das geht jetzt nicht ums Prinzip, dass man sagt, oh, ich habe jetzt zwei Klassen weniger, weil ich auf der Xbox spiele. Ich frage mich zum Beispiel, wie machen die das mit Leuten, die dann auf der PlayStation spielen und auf der Xbox oder auf dem PC und auf der Xbox? Wie machen die das dann? Ja, wenn du dann deinen Account auf dem PC benutzt, hast du zwei Klassen weniger, benutzt aber auf der PlayStation deinen Account, hast du zwei Klassen mehr. Ey, das ist sinnvoll. Wir reden hier von einer Mechanik. Das wäre genauso, wie wenn ich jetzt sagen würde, PlayStation-Spieler haben beispielsweise einen längeren Zugriff auf UAVs. Das heißt, Xbox-Spielers UAV 30 Sekunden, PlayStation-Spieler UAV 45 Sekunden. Klar, das sind jetzt keine Mechaniken, die das Spiel krass verändern werden, aber es ist halt einfacher Schmarrn. Klar, die UAV wäre jetzt vielleicht noch mal ein bisschen übertriebener, aber ich muss das ehrlich echt so ein bisschen zuspitzen, weil ich frage mich halt, wo hört denn dieses exklusive Ding dann einfach auf? Man kann sich einfach mal im Hinterkopf überlegen, ich verstehe gewisse exklusive Dinge, wie zum Beispiel, dass es vielleicht eine Waffe eine kurze Zeit exklusiv für diesen Titel gibt, dass man sagt, ja, die gibt's da in der Variante. Ich rede nicht von einer Waffe, die beispielsweise stärker ist, also dass man irgendwie den spielerischen Vorteil daraus hat. Ich finde auch nicht unbedingt, dass man jetzt, wenn man zwei Klassen mehr hat, dass man dadurch einen spielerischen Vorteil hat. Aber ich muss persönlich sagen, mir zum Beispiel hat es bei Modern Warfare schon extrem gestunken, dass man nur fünf Klassen am Anfang hatte und gefühlt die Community einfach betteln musste und das ist, ich weiß nicht, wie viele Monate es gedauert hat, bis man den zweiten Slot bekommen hat, also sprich nochmal einen Fünfer-Stack. Also bei Black Ops ist es ähnlich, meiner Meinung nach, wenn man nicht wie früher, da kriegt man ja mit jedem Prestige eine Klasse, einen Klassenslot mehr. Nee, das wird ja nicht mehr so sein, sondern man wird wahrscheinlich fünf Klassenslots haben. Das Maximum auf der Xbox wird dann 8 sein, weil man nicht 10 erreichen kann, sondern nur die PlayStation-Spieler werden 10 bekommen. Oder vielleicht hat man auch 10 und die PlayStation-Spieler werden 12 haben. I don't know. Ich fände diese Mechanik dann wiederum fair. Das heißt, wenn man 10 als Standard hat, dann ist es wie bei allen anderen und die PlayStation-Spieler haben 2 mehr. Aber was ich blöd fände, man nimmt 2 von den Xbox-Spielern weg. Und dieses exklusive Ding, das ist einfach was, ich kann das bei auch Spielen, kann ich das auch ehrlich verstehen, wie zum Beispiel ein Ghost of Tsushima, dass dieses Spiel exklusiv für die PlayStation erscheint, ein Halo exklusiv für eine Xbox erscheint. Ja, das ist verständlich, das sind einfach Titel, die halt für diese Konsole gehören. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich bin aber jemand, ich möchte gern Zelda spielen und der beschwert sich dann, dass das Zelda nicht auf einer Xbox erscheint, ja Ding, das ist halt einfach Nintendo. Genauso bin ich mir sicher, fände ich es mega unfair, wenn ein Microsoft, die ja jetzt Bethesda kaufen, übrigens, der Deal ist nicht durch, also das ist noch nicht in trockenen Tüchern, also es ist eigentlich hundertprozentig sicher, dass sie kaufen, aber die finanziellen Sachen sind noch nicht geklärt. Dann muss man halt sagen, wäre es zum Beispiel auch sehr geil, wenn jetzt ein Xbox Phil Spencer einfach behaupten würde, ja Jungs, das neue Skyrim, PC und Xbox exklusiv für eure PlayStation, nö. Das könnten die auch machen, aber das muss doch nicht sein. Warum macht man denn sowas, wenn man schon die Möglichkeit hat, es den Leuten zur Verfügung zu stellen, dann würde ich es auch bitte den Leuten zur Verfügung stellen. Aber, naja, das ist halt immer dieses Thema mit dieser Exklusivität. Ich persönlich finde, es muss nicht sein, es heizt immer nur die Diskussionen an, es tut immer ich finde eine schöne Metapher gerade nicht im Kopf, das Kaminfeuer vielleicht ein bisschen mehr befeuern, also man legt einfach ein paar Scheite Holz noch mehr dazu. Es muss doch nicht sein. Und vor allem, das sind halt auch so Sachen, wo ich persönlich auch nicht verstehen kann. Warum macht man das? Dass es irgendwie Double XP für die PlayStation-Spieler eine Zeit lang früher gibt, ja. Aber nimm doch bitte, bitte keine Spielmechaniken oder Spiel-Dinge, die fürs Spiel wichtig sind, einfach raus. Weil zwei Klassen mehr oder zwei Klassen weniger wäre doch echt schön, wenn man sowas einfach unberührt und einfach nicht anrührt. Weil ich kann ja auch nicht sagen, so, PlayStation-Spieler können den FOV-Regler auf 100 stellen maximal und Xbox-Spieler, weil die Xbox einfach 2 Teraflops mehr hat, I don't know, können sie auf 120 stellen. Das sind halt auch so Dinge, macht man doch auch nicht. Naja, mir persönlich fehlen da einfach echt die Worte, weil why the fuck ist das so? Und meine Leute,
Bitte, bitte schreibt mir mal drunter, was ihr davon haltet. Sagt ihr, das ist jetzt voll das Mimimi, was hier abgeht in der Community und dass sich die Xbox-Spieler jetzt irgendwie nur benachteiligt fühlen? Würde mich mal interessieren. Oder sagt ihr ganz ehrlich, ich find's unfair, und schreibt mir mal drunter, aus welcher Sicht ihr das schreibt. Also schreibt zum Beispiel runter, ich als Xbox-Spieler, ich als PC-Spieler, ich als PlayStation-Spieler oder ich als unabhängiges Medium, da ich Jesus Christ whatever bin. Nein, Spaß beiseite. Schreibt mir wirklich einfach mal drunter, weil es mich echt brennend interessiert, da eure Meinung zu dem Thema, weil dann können wir auch in den Kommentaren drüber diskutieren und auch ein bisschen uns zu dem Thema austauschen, weil ich persönlich, ich fühle mich deswegen nicht diskriminiert, ich will jetzt da jetzt kein Fass aufmachen, ne, aber ich fühle mich einfach ein bisschen verarscht, weil das muss doch ehrlich nicht sein. Das sind halt so Sachen, lass doch sowas gut sein und nerv doch mit solchen Themen nicht, weil ich werde mir sicherlich jetzt nicht anfangen, irgendeine PlayStation nur extra deswegen zu kaufen. Ich frage mich auch, was das für ein Argument sein soll für eine Exklusivität. Macht für mich keinen Sinn. Eine Exklusivität ist, finde ich, sowas, wenn du zum Beispiel wirklich die Karten früher bekommst oder solche Themen. Das wäre für mich exklusiv und deswegen würde ich vielleicht sagen, ich hole mir das jetzt eher. Aber doch nicht wegen sowas. Schreibt's mir gerne in die Kommentare, während unser Gegnerteam hier komplett quittet. Ja, auch in der Beta, wie man es oben rechts sieht, gibt es sowas, dass einfach komplettes Team rausgeht. Ja, ist ja noch einer drin, ein Fleißiger, ein Letzter. Also schreibt es mir gerne mal drunter, meine lieben Freunde. Ich bin raus an der Stelle. Danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die fleißigen Diskussionen. Bis dahin, euer Basti. Tschaußen! Yeah, 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 yeah. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.